Guten Morgen, Manu. Guten Morgen. Was machst du denn hier? Ich check jetzt gleich die Yeezys. Die kommen um 10 raus ungefähr. Die 750. Ich finde die nice, ey. Ja, schon, aber... Ich würde sie auch verkaufen. Manu sammelt seine Schuhe auch gerne mit Kartons. Drin. Aber eigentlich ist Armando nur Reseller. Nein, mach ich nicht sowas. Willst du ein paar Angebote auf meinem Kanal raushauen? Nee, Mann, ich hab nichts zu verkaufen. Hast nichts da? Nein. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Ich hab einen Pullover mitgenommen, aber dann. Das ist mein Ladenmarsch. So Leute, Wenke und ich sind jetzt in Zara. Ich habe aber irgendwie keinen Bock auf Shoppen, beziehungsweise ich habe keine Lust mich umzuziehen. Aber Wenke, und zwar schauen wir mal, was sie sich holt. Naja, random Outfit bei mir. Falls wieder Fragen kommen, das sind Nike Neva Woven 2, also Nike Freeze. Und keine Yeezys. Ne? Für die Leute, die es auf den Bildern nicht gecheckt haben. Wobei ich mich frage, was es da eigentlich nicht zu checken gibt. Ja, war gut, wir haben noch nicht so viel gesehen, aber seid ihr in der Stadt rumgelaufen? Ja, geht, ne? Ja. Hallo, mein Cousin. Wenke. Hi, Wenke. Alles gut, Mann, wie geht's dir? Und, hast du gestern schon gut gegessen und so? Ja, Mann, auf jeden Fall. Nur, es wurde in Kuchen gebacken, Mann. Und Burger gegessen und sowas und jetzt geht's ja gleich weiter heute. Leute, der David hatte gestern Geburtstag. Der David hatte gestern Geburtstag. Genau, deswegen. Und heute Abend wird ein bisschen gefeiert, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Guck mal, da ist noch so einer. Left.
sind zurück aus dem Training. Und Armando muss noch seine Freundin abholen, Martina von der Arbeit. Wir haben uns einfach mal seinen Schlüssel gekrallt. Und Wenke und ich sind nicht mehr die einzigen Parasiten bei Armando, die sich dort einnisten, sondern Chris hat es auch schon hergeschafft. Parasit Nummer 3, genau. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt seine Bude auseinander, solange er nicht da ist, oder? 2 Stunden haben wir Zeit. Ja, auf jeden. Und das Gute ist, wir gehen später ja noch feiern. Davids Geburtstag, ich habe es euch ja erzählt. Aber bis dahin müssen wir auch ein bisschen was essen, weil wir haben alle noch nicht so wirklich was gegessen. Und ich war ja so clever, hab mir Meal Prep mitgemacht, was ich selber nicht gepreppt habe. Und zwar hat mir Fit Taste Mittwoch ein schickes Paket zugeschickt. Das habe ich dann einfach mal mitgenommen. Ich habe für Wenke und mich einen Burger eingepackt. Und wie der Zufall so will, Chris, habe ich für dich auch was mit, ey. Das war 7-Aktion Nummer 2 von mir. Ja, ich habe einfach mal 3 Meals eingepackt, obwohl wir eigentlich nur 2 Meals brauchten. Für Wenke und mich schön Kartoffelrösti-Burger. Und ich glaube, Chris bekommt so ein bisschen Rinderhacken mit Wildreis. Boah. Ey, die schmecken aber nicht, ey. Ohne Scheiß. Nicht. Der schmeckt gar nicht, Mann. Auch der Chocolate, die sind richtig goldig. Und die Questbar schmecken auch nicht. Die guten Riegel hat er alle versteckt. Die hat er versteckt, der Wichser. Also ich habe das Ganze in meiner Kühlbox mitgenommen. Und zwar, das ist sogar noch das Original Kühlpad. Ey, nee, Mann, Chris, du hast voll Glück. Du bekommst sogar die Beef Nuggets Ratatouille mit Reis. Ohne Scheiß, die sind mega lecker, ne? Zeig mal. Ohne Scheiß, das ist mega lecker. Du hast richtig Glück, ey. Aber 500 Kalorien. Ja. Für Wenke und mich gibt es schön Kartoffelrösti-Burger. Mhm. Wenn ihr die jetzt mal abchecken wollt, Link ist in der Beschreibung. www.fittaste.com. Und ich hab einfach ultra Hunger. Hey, David, alles gut zum Geburtstag, gell? Also, wenn man sich schon gönnt, ne? Mariano, dann richtig. Dann richtig. Gar nicht schlecht, das schmeckt echt gar nicht schlecht. Ist gut, oder was? Schön medium gebraten. Eine Seite Burger, andere Seite Pfeife, oder? Auf jeden Fall Flinte, muss immer Stange. Alter! Instagram Adrenalin. Alter, ist echt gut, wenn wir haben. Wenn ich esse, machst du das Ding aus, gell? Und jetzt nochmal im Detail. Mach mal eine Shisha aus. Was hast du für eine Shisha? Du kannst nicht warten auf deinen Burger, oder? Nee, Mann. Sieht nicht schlecht aus, mit Bacon. Ey, lass mich doch nicht lumpen hier. Und zwischendurch dann nochmal eine Pfeife ziehen, was? Das ist locker. Diese noch? Low Fat Mayonnaise. Western Potatoes. Ja. Just me. Is this sex so good? I shouldn't have.
So Leute, wir sind jetzt hier draußen auf einer Terrasse im Park. Ihr habt es vorhin gesehen. Davids Geburtstag wird heiß gefeiert. Und hier. Hallo! Und hier hinter mir ist einfach mal Bullen reiten. Und was wäre es denn, wenn ich jetzt nicht einfach mal Bullen reiten würde? So, deswegen werde ich mich da jetzt definitiv draufsetzen. Und das Ganze werden wir natürlich festhalten. Ich gehe mal hin zu unserem Cowboy hier. Meister, was meinst du? Kann ich mal auf deinen Bullen steigen? Willst du reiten, ja? Mit Foto oder was? Oder nee, ich reiten? Nee, das Teil richtig reiten. Richtig reiten, klar. Ja, dafür ist es doch da. Da mach ich's jetzt, okay? Ja, klar. Aber Armando, pass auf, dass mir niemand die Schuhe klaut, ja? Ja, ja. Mach ich. Pippi, Pippi, ich glaube, da habe ich mal kurz Umbruch bekommen. Das ist wirklich schwer, wie es aussieht. Also Martina hat schon gesagt. Also. Oder ich bin einfach nur ein schlechter Cowboy. Okay, Adrian traut sich auch. Aber Armando, du ziehst dann nach, oder? Ja, auf jeden Fall. Was ist da los, Alter? Halt dich fest! Hey, mach dein Abo! Armando ist breiter als der Bulle. Here we go! Armando, wir haben einfach die gleiche Zeit, gell? Du auch, beide elf, Alter, was ist denn? Das ist so scheiße, ey. Wir haben beide elf Sekunden. Beide elf Sekunden.